Alles Gute zum Nikolaus. Heute ist der 6. Dezember, wenn ihr aktuell dieses Video schaut. Und wir öffnen das 6. Türchen unseres Whisky-Adventskalenders, der sich nur mit Whisky aus Schottland beschäftigt oder diesen nur beinhaltet. Vorab, ich mache keine Werbung, sondern sage ausschließlich meine Meinung und mein Zeug, das kaufe ich mir immer selbst. Und jetzt öffnen wir mal Türchen Nummer oder Schächtelchen Nummer 6. Die Lücken werden größer und so soll es sein in unserem Whisky-Adventskalender mit rein schottischem Whisky. Also Nummer 6 ist heute dran. Und Santa's Coming for Whisky steht hier drauf. Na, tolle Wurst. Und jetzt schauen wir uns an, was da drin ist in diesem 6. Schächtelchen. Das klingt interessant. Es ist ein Glen Spey, also ein Whisky aus der Speyside. Ein Glen Spey, abgefüllt vom unabhängigen Abfüller Duncan Taylor, der auch, glaube ich, in der Speyside ist. Speyside ist also eine Region in den Highlands, in dem wir eine besondere, um den Fluss Spey herum, eine besonders hohe Dichte an Brennereien haben. Und das ist der Glen Spey Dimensions, so heißt jedenfalls diese Reihe bei Duncan Taylor. Single Malt Scotch Whisky und er ist 11 Jahre alt. Wie immer haben wir ein Fläschchen mit 20 Milliliter, also einem Dram. Und wir haben eine Abfüllung von 54,8% Alkohol. Das ist laut Aussage dieses Etiketts Cask Strength, also Fassstärke. So, und bevor ich hier weiter erzähle, mehr kann ich auch gar nicht dazu sagen, weil wir gar keine Informationen mehr haben. Tue ich den erstmal hier ins Glas. Ich bin relativ sicher, dass das hier ein ungefärbter Whisky ist. Das heißt also, hier ist kein Farbstoff drin. Wir haben, das ist die originale Farbe, ein sehr heller Goldton, ein strohgelber bis Goldton. Das ist definitiv, ist das nicht gefärbt. Das würde sich nun wahrlich nicht lohnen. Und bei einer Fassstärke gehe ich auch davon aus, dass das nicht kühl gefiltert ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Von Duncan Taylor hatte ich noch nicht so viele Abfüllungen. Aber diese Dimensions-Reihe, wenn es denn eine ist, wird sehr wahrscheinlich in Fassstärke und nicht kühl gefilterte Abfüllungen parat haben. Gerade die Whisky-Experten unter euch, ihr seid natürlich aufgefordert, euer Whisky-Wissen ungefiltert in die Kommentare reinzuschreiben, denn wie immer bei diesen Adventskalender-Videos mache ich das Ding jetzt gerade auf, gucke rein und habe keine Informationen und weiß eigentlich relativ wenig über diesen Whisky. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich jemals einen Glen Spey im Glas hatte. Es gibt ja noch irgendwie einen Spey, heißt der, glaube ich. Davon hatte ich ein, zwei. Aber Glen Spey hatte ich, glaube ich. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, ob ich den jemals im Glas hatte. Von daher, also für mich ein Novum. 11 Jahre alt, ist das richtig? Jawohl, aged 11 years. Und was für eine Fasssorte. Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, ähnlich wie bei diesen Abfüllungen von Signatory Vintage, dass der nicht ganz preiswert ist. Was der kostet als Flasche, keine Ahnung. Ich mache dieses Video hier irgendwie einen Monat vor, bevor es dann freigeschaltet wird. Ich könnte zwischendurch ja noch recherchieren und das dann auch in die Infobox schreiben, aber das mache ich nicht.
sondern ich lasse das mal alles so, wie es ist. Also ich öffne dieses Fläschchen, ich fülle mir das ab, ich genieße mit euch diesen Whisky, sage, was mir dazu einfällt und alle anderen Leerstellen, alle anderen Lücken, die lasse ich einfach und fordere euch auf, diese dann zu schließen mit eurer geballten Whisky-Kompetenz. Ich weiß von einigen, die diese Kompetenz nun wirklich haben. Während ich hier eher rumstolpere. Aber das ist egal, das macht mir Spaß. Ja, 54,8%, das bedeutet 4,8% mehr, als ich mir eigentlich zumute. Ich trinke in der Regel unverdünnt Whisky bis maximal 50%. Alles darüber hinaus wird bei mir verdünnt. Ich gehöre nicht zu den Freunden der Fassstärke-Whiskys. 54,8% für Fassstärke erscheint mir jetzt auch gar nicht so viel. Hat man doch gut und gern mal so 3-4% mehr. Bei 11 Jahren. Ein ungeheuer floraler, sehr süßer, honigsüßer Whisky, wahrscheinlich eher Vanille, aber für mich honigsüßer Whisky. Sehr floral. Sehr süß. So kommt er mir daher. Ich werde einen winzigen Schluck werde ich jetzt noch hier probieren, damit es auch nicht nachher heißt. Junge, wenn du dir alles so verdünnst mit Wasser, dann wirst du ja diesem Whisky nie gerecht. Ich werde also einen ganz, ganz kleinen Schluck ihm unverdünnt genießen. Dann werde ich ihn mir allerdings verdünnen, um ihm auch würdigen zu können. Denn bei mir ist es einfach so, ab einer gewissen Alkoholstärke, da machen bei mir die Geschmacksknospen zu, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ich weiß nicht, ob das Bild jetzt sprachlich hinkt. Aber weil es einfach so für mich sonst eine zu große, zu hoher Grad an Alkoholschärfe da ist, dass ich einfach nicht mehr sehr fein unterscheiden kann. Ja, das ist auch so. Also letztlich ist der für mich zu scharf. Ich bin da ein sehr smoother Typ, was das betrifft. Man könnte auch sagen auf Deutsch Weichei. Ich brauche eine gewisse Verdünnung mit Wasser. Und um ihn für mich konsumerabel zu machen. Aber ich kann jetzt schon sagen, also die aromatische Kraft, die man am Anfang in der Nase hat, die lässt sofort nach, wenn man etwas Wasser da hinzufügt. Ich würde auch sagen, das ist jetzt nicht so, dass ich, man sagt ja mal, er macht dann so wahnsinnig auf, er verliert an dieser Honigsüße bei Wasserzusatz. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich sagen würde, ja, er gewinnt an ganz starker Fruchtigkeit. Sondern er lässt allgemein nach. Leider steht jetzt hier nicht drauf, das hätte ich eher erwartet, wie man das beispielsweise auch von Signatory Vintage kennt, wann denn nun
destilliert wurde, wann der abgefüllt wurde, da habe ich jetzt hier keine Informationen. Ich weiß eben nur, er ist 11 Jahre alt und hat eine Fassstärke von knapp 55%. Mehr wissen wir nicht. Na denn, auf Nikolaus, auf den 6. Dezember. So ist er für mich konsumerabel, so kann ich ihn trinken. Hat trotzdem noch eine gewisse Schärfe, die ich durchaus auch als alkoholische Schärfe noch definieren würde. Es ist eigentlich ein floraler, leichter Whisky, durchaus eine leichte Fruchtigkeit, eine gewisse honigsüße Fruchtigkeit. Ich überlege noch gerade, was für Früchte das sind. Ein Hauch von Zitrusnote. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist so ein orangiger, saftorangiger Whisky. Ja, nee, das ist es nicht. Geht für mich eher so in die Richtung Apfel, Birne, aber auch ohne, dass ich das genau sagen kann. Der Honig ist für mich nach wie vor deutlich. Fassreifung, was für ein Fass? Keine Ahnung. Eine Malzigkeit ist da. Eine Malzigkeit ist da. Fruchtigkeit ist da. Leichte Holzigkeit, leichte Holzwürze ist da. Ob ich mir jetzt einen Tropfen mehr noch an Wasser da hätte reingeben müssen oder nicht, ich weiß es nicht. Es ist eine leichte Schärfe, ist immer noch da. Etwas Trockenheit ist auch da. Also eins ist vollkommen klar, es ist überhaupt kein Sherry-Fass-Einfluss da. Sherry-Fässer sind da nicht beteiligt, sondern ich würde eher sagen, dass für mich ist das eher wie Hogsheads. Vielleicht irgendwie Ex-Bourbon, aber es ist für mich eher also eine Ex-Bourbon-Fassreifung oder eine Hogsheads-Reifung. Ja, würde ich auf Letzteres tippen. Wir haben eine gewisse Süße da, wir haben eine gewisse Honigsüße da, wir haben eine gewisse helle Fruchtigkeit da, eine gewisse florale Noten da. Gewisse Schärfe, die man vielleicht als Ingwer-Schärfe deklarieren könnte. Ich würde eher sagen, das geht aber für mich eher in Richtung alkoholische Schärfe. Der Abgang ist eher kurz bis maximal mittellang. Ich würde eher sagen kurz. Mittellang vielleicht nur durch die Alkoholstärke. Aber wenn man es reduziert, ist das eben auch nicht viel. Was bleibt? Wahrscheinlich ein teurer Whisky. Auch gerade durch die Fassstärke ist das wahrscheinlich auch limitiert auf zwischen 200 und 300 Flaschen sein oder sowas. Also von daher wird der auch nicht ganz preiswert sein. Ich würde ihn mir nicht kaufen. Also mein Whisky ist es nicht. Jemand, der auf so einen gewissen leichten, floralen, süßen Whisky steht, für den ist das was. Auch so eher so für die Menschen, die auf so eine Bourbonfassreifung oder Hogsheads-Reifung stehen. Das ist dann ein ganz interessanter Whisky.
Der liegt nicht so in meinem Spektrum, wo ich sagen würde, das sind so die Whiskys, die ich besonders gerne mag. Den hätte ich jetzt also für mich nicht gebraucht, aber ist natürlich eine Erfahrung. Wie gesagt, ich glaube, ich hatte noch nie einen Glen's Bay im Glas. Das war jetzt nicht mein Nikolaus-Whisky, aber das macht ja nichts. Da kann ja auch sein, dass das bei euch ganz, ganz anders angekommen ist, dass ihr sagt, ha, guckt euch diesen Bauern an, der weiß einen guten Whisky einfach nicht zu schätzen. Das mag so sein, damit muss ich dann leben. Sei es drum. Ich hoffe, ich sehe euch morgen wieder, wenn wir uns mit dem siebten Schächtelchen, ich will eigentlich sagen Türchen, in unserem Adventskalender dann beschäftigen werden. Was drin ist, keine Ahnung. Das werden wir dann sehen. Macht's gut bis dahin. Bleibt gesund und denkt dran, der Whiskyfreund ist ein Genießer. Er säuft nicht. Macht's gut. Tschüss.